Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play World of Warships. Der liebe Ultra Kid und ich, wir sind wieder in der Zweier-Division unterwegs. Pinkie Pie ist erst morgen wieder mit dabei. So, wir haben uns Fünfer rausgekramt, der liebe Ultrakiller in seiner Oktober-Revoluzia und ich bin hier in meiner Texas unterwegs, weil ich noch eine persönliche Aufgabe habe und versuche mir da noch was zu erspielen. Leider im Moment noch alles außer Reichweite. Ach ja, sind noch 7 da drin. Aber da sieht man ja schon, da ist die York, Gneisenau, Miyoko. In Reichweite ein Zerstörer wie immer. Der fährt aber blöd. Der soll besser fahren, dass wir ihn besser treffen können. So. Noch ein Zerstörer. Ach, Mist, der war näher dran. Hätte ich besser den mal genommen. Ja, ich hab da hinten auf die Gneisenau und hab einen Abfall. So, wir haben also nicht durchgekappt. Super. So, Nikolas, das dürfte es gewesen sein. Kill! Ich habe mir 136 Punkte abgeknabbert. Also wenn das mal nicht verdient ist. Unsere Amagi lässt unsere Powodzinski im Stich und verzieht sich. Na super, das liegt Cleveland und alles, da hat er keine Chance gegen. Pass auf, schwupp Cleveland weg. Und da stehe ich wieder da wie der letzte Depp. Na, bin ich hier der Einzige, der Kills hat? Voll groß am Tönen, 137 Punkte abgeknabbert. Kill ist Kill. Ach, der hätte es auch noch gewartet. So, ich habe mal auf der Gneise noch geschossen. War zu weit weg. Und hab ihr 6-5 gedrückt. Nein, eigentlich 6-6. Ich bin 6, immer noch das Schiff entdeckt. Ich finde das lustig, dass die York auf mich schießen kann. Und ich nicht. Die Oktoberrevolution fährt aber schön quer. Insel davor. Mach die weg. Ich schieß nochmal auf die Kneipe. ...860 auf die breitseitfahrende Gneisenau. 1030 auf Oktoberrevolutia. Was fährt da weg, New York? Ein Abpraller und einer durch auf die immer noch breitseitfahrende Gneisenau. Oh ja, ich mache hier so 1030er Treffer. Kann das sein, dass die ganzen Schlachtschiffe hier rüber gefahren sind? Ja, die hatten keinen Bock da hinten bei den Zerstörern.
So, Gneisenau. Jetzt kriegst du auch von mir Dresche. Wenn du mal sichtbar wärst. 12 Treffer, 12.000. 3 durch, ein Abbrecher. Zu weit vorgehalten ist. Alles daneben. Na, ich hab mal meine Secondary auf die angesetzt. Ne? Wie weit geht die? Oh, die ist aus. Moment, lass mal gerade gucken. 4,2. Ja, meine geht nur 4. Ich rocke hier. So, Oktober, frisst die mal. Zitadelle! Aber auch 3 Abbrecher, ne? Oh, Torps, wie viele? Die hören auf, Gott sei Dank. Hört ihr auf, bitte? Die hören nicht auf. Oh, die hören auf. Zitadelle! Du kannst es also auch. Ich bin noch so nah dran, ich könnte die Mumpen gleich rüberwerfen. Ich meine, die King George hat sich den Kill abgestaubt und verzieht sich jetzt, ne? Ist ja nur ein Siebener. Warum brenne ich zweimal? Ist okay, Miyoko. Wenn du gerne etwas mehr Aufmerksamkeit haben möchtest, kannst du die gerne haben. Oh, sag mal, das war ja schon wieder der Penner mit der King George. Einen schönen Volltreffer verpasst, zock. Jetzt ein paar Punkte hat der wieder. Gegnerische Zerstörer gesunken. Das waren aber 2090, also das habe ich mir wirklich verdient, ja. Wie viel hast du insgesamt? 27. Penderfisch. Ich brenne und der hat mir 5000 Schaden gekloppt. Das ist zu weit weg für mich. Miyoko, wo willst du hin? Nicht hinter. Oh, jetzt ist er unsichtbar. Ja, dann drehe ich jetzt ein und fahre Richtung C. Dreh die Türme. Problem gelöst. Da ist die Miyoko. Jetzt sind meine Türme noch nicht rum, ey. Gegnerischen Kreuzer entdeckt. Ich meine, habe ich gerade in eine andere Richtung gedreht. Warum ist die überhaupt sichtbar? Ach, wegen unserer Akazuki. Richtig. Los, Türme. Ich will endlich schießen. Ach so, ich muss ja auch mal weiter. Ich bremse, ich hab falschen Knopf gedrückt. Ich glaube, bei dem Schiff hier ist es einfacher, wenn ich das ganze Schiff drehe. Ja, wollte ich gerade. Ich wollte ja eigentlich weiter rechts lenken und habe dann auf die Bremse gedrückt. Unser Team hat die Führung übernommen.
Ach, alles dahinter. Und jetzt war schon wieder weg. Achtung, melde Zielposition. Was haben wir hier? Alcatraz. Hier oben auf der kleinen Insel. Voll so ein Stern drauf. Ne? Mit dem Flugzeugträger siehst du das besser, wenn du von oben guckst. Und ist das ein Pentagon oder? Ein Pentagramm höchstens. Es gibt aber Fersengeld mit seiner Miyoko, wa? Ja. 11 Kilometer davor geschossen, ist doch trotzdem alles dahinter gelandet. Und jetzt kommt meine, Achtung! Wuh, Zita! Einschlag bestätigt! 17.000. Jetzt dreht er weg. Dann hast du jetzt 40.000, ne? 44, ja. Ich habe eine Ewigkeit nichts mehr getroffen. Oh, guck mal, drehen wir hoch nach Bä? Ja, da kommt. Ist gestorben. Unser Sieg ist in Sicht. Ach, leck mich doch. Ich treff nix. Unser Team hat die Führung übernommen. Dun. Oh, wer hat den Kraken freigelassen? Der King George. Ja, der ist ja hier sowas als Siebener im Fünfergefecht. Und von einem Clan. Holte sich auch noch den letzten Kill, wa? Der ist ja direkt dran an der New York. Ich sehe sie nicht mal. Ich auch nicht so weit weg. Ne, hat er nicht mehr gekriegt. Der ist aber nur Vierter mit seinen 5 Kills, ne? Hab ich gesagt, oder? Ja, die Atlanta, die nichts für Zerstörer ist, die auch keinen gekillt hat, die ist ganz oben. Was hat der mit der Fleischwurst gemacht? Ich könnte es jetzt sagen, aber dann darfst du die Folge wieder nicht senden. Ach, Mann. Hat was mit dem Kreis und einem Keks zu tun. So, was darf ich denn an Geld behalten? 167.000. Ja, so toll war es ja im Endeffekt nicht. Was hatte ich? 44.000 Schaden. Kam ja nichts mehr. Ach, knapp 41 hatte ich. Naja. Dann sage ich mal wieder Dankeschön fürs Zusehen und bleibt uns treu und wir sehen uns in der nächsten Runde. Bis dann. Tschüss.